Heute reagieren wir auf unsere alten Produktion bzw. unsere alten Serie, die Stammersdorfer. Yeah! Und heute reagiere ich auf jeden Fall auf Folge 5, das ist sehr, sehr lange her, 2 Jahre her. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu, was so alles passiert ist, so Behind-the-Scenes-Sachen und so weiter. Wer noch nicht die Stammersdorfer gesehen hat, die Stammersdorfer ist einfach eine Serie von uns, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, als wir so angefangen haben, so Filme und Serien zu drehen. Dann ist halt einfach diese Serie dabei entstanden. Heute gucken wir uns die letzte Folge an. Und ich erzähle mal ein bisschen was dazu und reagiere drauf, weil wir es einfach lange nicht mehr gesehen haben. By the way, wer noch nicht die Serie geguckt hat, könnt ihr euch gerne angucken. Links in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich habe es auch im Abspann verlinkt. Boah, ich kann mich erinnern, dieses Netflix-Intro, Alter, das habe ich von so einem Plugin, von so einer Webseite genommen, geschrieben, das war schon fertig, habe einfach nur meinen Namen, einfach den Namen ausgetauscht gegen meinen Namen und dann habe ich das so gerendert und immer eingebaut. Es war einfach auch Spaß. Okay. Haben wir es präsentiert? Ich weiß, was kommt. Oh nein. Oh nein. Okay, ich muss was dazu erzählen. Also erst, wir hatten nie einen richtigen Kameramann. Das war immer entweder Leute, die halt mit uns da waren oder irgendwie diese Jugendarbeiter. Und da war Daniel, schöne Grüße nochmal an Daniel, der uns da geholfen hat mit der Kamera. Und wir hatten da kein richtiges Stativ bzw. kein richtiges Gimbal, damit man schöne Fahrten aufnehmen kann, sondern wir hatten einfach nur so eine Handkamera-Stativ. Und das ist halt einfach nur gut für so Action-Szenen theoretisch, ne? Aber wir hatten sonst nichts anderes und deswegen ist es so wackelig geworden. A scrub is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about. In der Serie habe ich noch zwischen Shotcut und DaVinci Resolve gewechselt. Also ich habe mit beiden Programmen geschnitten. Ich habe die Effekte zum Beispiel, man sieht hier, ja, ist nicht so gut. Beziehungsweise die ganze Qualität ist ganz komisch, aber man sieht, die Effekte habe ich auf DaVinci Resolve gemacht und den Hauptschnitt auf, also den Rohschnitt auf Shotcut. Diese Musik, die war einfach, die habe ich irgendwo von YouTube, glaube ich, genommen und einfach benutzt. Das war mir scheißegal. Echte Copyright und so hat mich damals überhaupt nicht gejuckt. Ich kann mich noch erinnern, als wir es gedreht haben, da war einfach Hinterm oder so an der Seite, hat schnell die Tür geöffnet und ist einfach verschwunden. Es hat so ausgesehen, als ob sich die Tür von alleine öffnet. Das war super. Das Ding ist, ich muss die ganze Zeit stoppen, aber das Ding ist, jeder hat so andere Namen. Jeder hat eigentlich so seinen Namen, also in der Serie. Hieß ich auch Ram, Yas hieß Yas, Hindam hieß Hindam. Nur, irgendwie nur die zwei haben wir den Namen gegeben. Hä? Nur die zwei hatten irgendwie andere Namen als in Real Life. So ganz komisch. Wahre Worte, Bruder, Maschallah. Genau, und bei Sami habe ich einfach I weggelassen. Anderer Name, Punkt, fertig. Stimmt, und ihn haben wir einfach random Tony genannt. Das Ding ist, das hat ihn niemals zur Serie dazu. Ich hab hinterher einfach gesagt, ey, lauf mal darüber, ich film das. Dann soll er ja schon passen. Dann ist er so episch rübergelaufen, ich hab das gefilmt und es ist einfach im Intro drin jetzt. Das kam nie irgendwie in der Serie vor, diese Szene, wo er geht. Und das haben wir dann noch extra gemacht. Als ich da so runtergeguckt habe, mal ganz kurz. Genau da habe ich denen gesagt, jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne. In diesem Intro. Als ich da so runtergeguckt habe, habe ich währenddessen denen gesagt, ey,
jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne. Und dann sind wir wirklich so einen Schritt nach vorne gegangen. Und dann kam das, weil ich den vergessen habe, das zu sagen, dass wir einfach am Ende nochmal so einen Schritt nach vorne gehen, habe ich das im Intro nochmal gesagt und einfach auf den Boden geguckt. Zum Glück hat man das nicht gesehen. Die Qualität ist richtig beschissen, ich weiß nicht warum. Also, vom ganzen, also die ganze Folge geht 5 Minuten 43 und 1 Minute 28 ist allein das Intro. Ach gut. Der Angriff. Ach, Scheiße. Jungs, da sind sie. Ich kann mich noch erinnern, genau die Typen, dass wir so stehen, das hat lange gedauert. Es gab nur Notizen auf meinem Handy, dann habe ich das gesagt, ja Mann, dies, das, komm, es wird schon, du sagst das. Die so, ah ja, ich sag das, passt. Und dann läuft einer irgendwo hin, der andere ist dort, dann sag ich, ey, komm. Vorne und hinten sind Wachen. Okay, Hinterm, du gehst von der Hintertür rein und erledigst sie alle. Währenddessen lenken wir sie ab. Okay, mach's gut. Gott auf Plan. Los. Ja, Mann. Ja. Ich muss mir vorstellen, wir gehen da zu dritt gegen einen. Wenn er noch so ganz langsam die Tür aufmacht, damit er ihn erwischen kann. So ganz langsam die Tür auf. So nicht natürlich oder so. Einmal ganz langsam, damit er ihn noch erwischen kann. Ach, Scheiße. Und das Ding ist, er bleibt sogar noch stehen, damit er ihn erwischen kann. Währenddessen. Oh Mann. Das Ding ist, ich habe vergessen, im Schnitt das hin und her zu schneiden. Da habe ich gesehen, ach Scheiße, das sollte ja währenddessen hin und her schneiden. Da habe ich gemeint, ach Scheiß drauf, ich war einfach zu faul. Habe einfach gesagt, Scheiß drauf, schreib da einfach hin währenddessen und es wird schon gehen. Ich bin einfach random runtergefallen. Und das Ding ist, er lacht sogar. Jeder lacht. Einfach, jeder hat gelacht. In jeder Szene, die du guckst, alle sind am Lachen. Er ist am Lachen. Die Qualität ist scheiße. Ah. Zu viele, ich wollte nicht sterben. Man hört halt wirklich fast nichts, weil das Einzige, was wir hatten, war so ein Mikro, was einfach auf der Kamera war. Das war's. Tempo an den Lichts. Das war's. Und der Kameramann war, glaube ich, einfach hinter mir. Weil er einfach so sehen zu sehen ist. Hä? Kameras drauf, was ist denn da? Oh mein Gott. Bruh. Ich glaube, als es im Kino lief, das hat kein Mensch bemerkt. Aber die haben einfach was komplett anderes an als vorhin. Merkt euch, er hat weiße Sachen an und er schwarz. Kameras drauf, was ist denn da? Und zack, er hat was ganz anderes an. Er hat jetzt schwarze Sachen und er weiße Sachen an. Ach du Scheiße. Das war einfach ein anderer Tag. Und das hat so lange gebraucht, bis wir diesen zweiten Tag drehen konnten. Ach du Scheiße. Kameras, was ist denn da? Haben mir nicht mal Mühe gegeben, das richtig zu machen. Er hat einfach die Maseflash dahin gepackt, einfach drüber. Das war scheißegal. Ich dachte mir so, ah, das wird schon gut aussehen. Was man besser machen könnte, ist Reflexion vom Maseflash. Das heißt, statt die Maseflash einfach random hinzupacken in der Seite, könnte man hier auf die, hier so ein bisschen, weil es relativ dunkel ist, auch auf der Tür, Reflexion reinpacken. Also Reflexion vom Maseflash und ein paar Sparks könnte man auch reinpacken. Also Sparks so an der Tür, dass er verfehlt hat einfach. Hinter macht einfach gar nichts da hinten. Deswegen ist er schon längst drinnen, aber
Gut. Jungs, ich habe keine Funktion mehr. Keine Funktion. Und er, wir uns dachten, scheiße, wer hält jetzt eigentlich die Kamera? Haben uns gedacht, okay, wir machen so, Hindam geht schlafen, einfach, und damit er die Kamera halten kann, später kommt er einfach dazu. So voll random. Los geht's. Hey Jungs, wo ist der Bettsäckchen? Hä? Und dadurch, dass Sami einfach an diesem Tag nicht konnte, mussten wir ihn austauschen gegen jemand anderem. Und dann war halt random jemand anderes. Dann haben wir einfach gesagt, der hat sich transformiert. Wer ist das? Wo ist der Fettsäckchen? Ich hab mich transformiert. Da haben wir gesagt, ey, sag ich, ich hab mich transformiert, damit es ein bisschen Sinn ergibt. Siehst du, man sieht hier an der Seite, das sind so Klappen, wenn man dieses Schulterstativ hat, dann haben die so Klappen links und rechts. Das ist für die Reflexion, also von der Sonne, damit das Licht nicht drauf geht auf die Linse. Das ist einfach als Schutz dafür, also Schatten, zum Schatten soll das dienen. Und diese Kack-Dingsbums an der rechten Seite, diese Klappe ging ganze Zeit zu weit rein, dass die Linse es einfach aufgenommen hat. Also die Kamera hat es einfach die ganze Zeit aufgenommen. Das war so ein Blödsinn. Weil wir uns weder die Aufnahmen angeguckt haben, noch haben wir irgendwie Safeties gedreht. Und der legt sich jetzt einfach random schlafen. Die Choreografien und so weiter, das haben wir das alles so. Ist einfach random entstanden, so während dem Dreh. So sehr anstrengend, sehr viel Scheiße passiert, muss ich sagen. Und die Qualität ist immer noch richtig beschissen, ich weiß nicht, an was liegt. Und es ist ein einziger, also man hört das, ist ein einziger Ton so von einem Schlag. Und dass ich einfach 50 Mal reingeballert habe, ist ein einziger, es ändert sich nicht. An der Stelle, für diese eine Szene hat er ihn richtig hart gehauen. Also, da sieht man halt natürlich, dass da Lücke dazwischen war. Und das Ding ist, die sind schon K.O. und wir so Angriff, Angriff. Das war nicht das letzte Mal, ihr werdet noch sehen. Ja, genau, ihr werdet noch sehen. Fickt euch. Das wollte er. Er wollte das unbedingt drin haben, dieses Fickt euch. Kommt, Jungs. Okay, Mann. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Zum Glück. Gut, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt gerne mal vorbeigucken, Link ist in der Videobeschreibung zu der Serie. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch zu weiteren Videos von uns reagieren soll oder ob ich zu anderen Videos reagieren soll oder zu anderen Kurzfilmen reagieren soll oder ob ich mir einfach ganz andere Videos angucken soll. Vielleicht kann ich ja auch einen und die anderen Filmfehler von uns selbst aufdecken und euch zeigen. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben und schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Rambos. Ciao. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lässt ein Abo da. Für den Algorithmus würde ich jetzt ganz schnell Kommentar schreiben. Das ist klar, so wie Dartscheiben. Yeah. Hier geht's jetzt noch zu anderen Videos, wie Kurzfilme und Serien oder andere Formate. Jalla, verpisst euch, Mann.